Ja, herzlich willkommen zu Monday Night Rock und herzlich willkommen zum letzten Teil von As Dusk Falls. Wir werden das Spiel heute durchspielen und gehen sofort in diesen Thriller rein und befinden uns in Salt Lake City, Utah. Wohin dieser kleine Mörderjunge geflohen ist. So sieht man sich wieder. Ach ja, er hat ja noch seine neue Freundin angerufen. Nette Verkleidung, du bist tatsächlich hier. Weiß jemand davon? Ja, wir sagen das hier. Ah, oh, wir freuen uns doch. Du bist tatsächlich hier. Ja. Du klangst wie ein verirrtes Reh. Ist er auch. Kann ich reinkommen? Na ja, wenn es sein muss. Wolltest du nicht schlafen? Ich wollte nicht, dass sie das Bett machen müssen. Ich habe $200. Ist der Sound vom Spiel laut genug? Gezwackt und dir Wechselkleidung mitgebracht. Noch mal ein klein bisschen lauter. Und dann sind wir quitt, okay? Quitt? Du schuldest mir nichts. Oh, habe ich dir das gar nicht erzählt? Ich habe in Geschichte ziemlich sicher bestanden. Ey, und das nur durch das Lernen. Ja, du bist wirklich nett. Das machen wir. Du bist der netteste Mensch, den ich kenne. Pass auf. So nett bin ich auch wieder nicht. Warum hilfst du mir dann? Hör zu. Wenn jemand mich zu Unrecht beschuldigen würde, wäre mein Bruder mir sofort zur Seite gesprungen. Aber als ihm was passiert ist, konnte ich nichts tun. Oh. Also, wenn ich dir helfen kann. Was ist los? Naja, wärst du nicht gekommen, hätte ich niemanden. Kannst du nicht zu deiner Familie? Zu deiner Mom? Sie ist nicht meine Mom. Ja. Und meine Brüder sind nicht meine Brüder. Oh oh. Hab's am Tag unseres Treffens erfahren. Ja. Meine echte Mom war meine Tante. Und danach hat er einen umgebracht. So läuft das. Dean. Rage. Das muss schrecklich sein. Ah, ich fühle mich verloren. Sie haben mich verraten, kann es nicht verarbeiten. Ich drücke auf die Tränendüse. Ich fühle mich verloren. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Jetzt habe ich gerade zum ersten Mal so eine Clip-Funktion genutzt. Gucken, aber ob das geklappt hat. Sieht gut aus. Du bist zumindest im Chat gelandet. Von jetzt an bedeutet Familie nicht die Leute, bei denen man geboren wurde, sondern die, die man sich aussucht. Das stand auf einem T-Shirt. Ein gutes T-Shirt. Ja, ich weiß nicht. Oh, oh. Wissen Sie, das ist nicht Ihr Zimmer. Und wie ist das ich? Meine Tochter ist hier. Oh oh. Oh mein Gott. Oh oh. Daddy kommt. Das ist meine Kreditkarte, mit der dieses Zimmer gebucht wurde. Öffnen Sie die Tür. Das ging mal schnell. Ist flott da hingekommen. Dad? Was machst du hier? Wer ist sonst noch hier? Bist du mir etwa gefolgt? Wie hast du mich? Denkst du, ich krieg keine Nachricht, wenn meine Karte außerhalb des Staates benutzt wird? Uiuiui. Antworte! Was machst du in einem Hotel in Salt Lake City? Das geht dich gar nichts an. Ja, oh, noch schnell getippt. Alles klar, den Sprung hat er geschafft. Jetzt soll der Vater aber hinterherkommen. Willst du etwa enden wie dein Bruder? Ein geheimes Leben, voller Fies. Lügen, bis man dich eines kalten Morgens in die Leichenhalle rollt. Na, ich dachte, der Bruder wäre als Kind gestorben. Er wurde überfahren. Um 4 Uhr morgens. Ah, okay. Der war dann wohl schon eher Teenie. Weißt du was? Nein. Als das passiert ist. Ich mach das nicht mit. Du kommst mit nach Hause und damit basta. Kann ich wenigstens vorher pinkeln? Ah, tu, was du tun musst. Komm ab auf den Pott. Einmal nicht das. So, okay. Ach, jetzt geht sie mit raus. Ah Gott, okay. Ich bleib jetzt scheinbar mit der. Bin ich jetzt weiterhin zusammen unterwegs. Ist aber auch geil, dass diese Treppe direkt am Klo ist, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Da kann doch jeder einfach am Pott spannen. Du! Gibt's doch nicht. So, was nun? Das nennt man den Zeitlupe gefallen. Uiuiui, geht ja schon scharf los.
gewaltiger Fehler! Wer hätte gedacht, dass daraus noch so eine Liebesgeschichte hier wird? Wir müssen von hier nachdem verschwinden. Wir nur Mord und Totschlag im ersten Buch hatten. Ich werde dich jetzt nicht im Stich lassen. Genau, weil du so ein netter Junge bist. Wie startet man ein Auto ohne Schlüssel? Einfach kurz schließen. Dale hat's mir mal gezeigt. Ganz easy. Besten wäre doch jetzt, wenn sie noch den Wagen vom Vater klauen würden. Falls der das ist, vielleicht sogar. Ah, kreis die falsche Richtung. Oh, das habe ich versaut. Okay. Ja, ich hatte 2 von 3. Jetzt wieder in die Richtung. Okay. Ich bin so schlecht, was Kreisen angeht. Jetzt wieder in die andere Richtung, das gibt's doch gar nicht. So. Diese Kreisaktion kam das erste Mal, das gab's vorher noch nicht. Ja. Die ist weg. Unmöglich. Traurig oder wütend? Hm. Polizei, wie lautet der Notfall? Das klingt verrückt. Aber Uiuiui. Meine Tochter ist wohl mit einem flüchtigen Verbrecher abgehauen. Uiuiui. Gucken wir mal in den schönen, wüstigen Himmel hier. Ich finde es immer noch komisch, dass die Charaktere, also der Hauptcharakter zumindest aus dem ersten Teil, überhaupt nicht mehr wirklich vorkommt in Buch 2, nachdem das irgendwie so durch die Tochter angekündigt war. Die man ja dann als älteres Mädchen schon gesehen hat und trotzdem ist dazu nichts gekommen bisher. Hey, alles gut. Ich sagte doch, ich mag auch. Hätte ich früher tun sollen. Von zu Hause abhauen. Wir sollten die Augen offen halten. Dan Dad wird nach dir suchen. Er hat das Auto nicht gesehen. Wird dauern, bis man es als gestohlen meldet. Also, du willst echt nach Kanada. Die haben da mehr Naturschutzgebiete als in allen 50 Bundesstaaten ja, zusammen. Da kann man abhängen, ohne dass man gefunden wird. Wandern, im Wald leben. Nur, wie kommen wir rein? Mich von Bären ernähren. Mein Bruder zog nach Idaho Falls. Also ich sag ganz ehrlich, ich glaube, Seven Worthless Wild hätte der nicht geschafft. Ausweisen aus. Idaho? Ein weiter Weg für dich. Hab das ganze Wochenende Zeit. Wir können in der Stadt Klamotten kaufen und Todd von der Telefonzelle anrufen. Ja. So, die Krawatte ist schon mal weg. Ein bisschen Freizüger wird's jetzt hier. Er findet es auch schon richtig spannend. Gibst du mir meine Zigaretten? Aha. Zigaretten? Okay. Ich bin auch noch gequalmt. Junge, Junge. Sie macht es häufiger. Ich wünschte, Mom hätte es getan. Die Flügel ausgebreitet. Achso, ich dachte rauchen. Bevor es zu spät war. Was ist mit ihr? Offiziell Krebs. Bauchspeicheldrüse. Oh. Die Ärzte meinten, es sei einfach Pech gewesen. Ich denke, das passiert, wenn man sein Leben lang nur tut, was jemand anderes sagt, statt sich selbst treu zu sein. Meinst du, dein Dad war ja streng zu ihr? Zu uns allen. Ich wollte gerade sagen, also streng ist er ja ohne Ende. Der ist ja sogar streng zu Fremden, die einfach zu Hause bei ihm sind. Er kennt dich nicht, er sorgt sich, er ist fürchterlich. Wir machen, er kennt dich nicht. Das ist besser, oder? Das ist gleichzeitig Mitgefühl und... Nicht wirklich. Nicht, ja. Was dich ausmacht. Nicht, nicht so, wie ich dich das verstehe. Das tut er wirklich nicht. Aha. Und du auch, ich werde sowieso weißt du, wieder alles falsch machen und vermutlich wird sie sterben. Ich lasse es darauf ankommen. Eins sage ich dir. Er flippt bestimmt gerade so richtig aus. Ja, das tut er. Ein kleines Mädchen hat ein Auto geklaut. Das tut er so richtig. Was ist das Schlimmste, was du je getan hast? Jetzt hat sich der Sound schon wieder total... Oh, ein Mädchen anlügen, das ich mag. Wir haben nämlich gelogen einmal. Jetzt geht's los. Ich habe jemanden belogen. Jemanden, den ich mag. Was hast du gesagt?
Na, das ist egal. Und wen hast du belogen? Ich. Ich sag, das ist egal. Okay, damit habe ich jetzt doch nicht. Solange du mich nicht belügst. Verdammt, ja. Ist falsch gelaufen jetzt schon. Schade. Du hättest es irgendwie zugeben müssen. Der Freund deines Bruders. Hä? Würde er mir wirklich helfen? Ingo. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Aber mir schon. Stylische Brille. Okay, Idaho Falls. Hey, oh. Hot Lava Springs. Jetzt mach schon auf! Wenn er mich findet, sind wir dran. Sag ihm, er soll abhauen. Halt ihn auf. Irgendwas. Schön. Es ist auch schön, dass sie den armen, hier etwas nervösen Typen mit reingezogen hat. Ein Moment. Warum sagt er nicht gerade... Ey, sorry, ich konnte nicht schnell aufmachen. Ich war auf dem Klo. Hör auf, an dir rumzuspielen. Darf auf dem Klo machen, was ich will. Gläser verstecken. Gläser verstecken. Was liegt da unten auf dem Boden? Ist das ein BH oder was? Verdammt! BH verstecken, ja, der muss weg. Steh doch nicht hier wie ein Idiot. Zieh dir eine Hose an, ich komm rein. Sorry. Hi, ich... Warum steht da ein Kinderfahrrad? Hi, Sheriff. Ach, das. Ich repariere es nur für Joyce Sohn. Nach allem, was er durchgemacht hat. Ja, der hat keine Mama mehr, leider. Zeug, das aus dem Feuer gerettet wurde. Werkzeug und so. Ich dachte, du könntest es brauchen. Danke. Herrgott, hier ist es dunkler als in einem Kerker. Ja, Sheriff George Lucas, den kennst du doch schon. Ich wollte nicht, dass das so chaotisch endet, übrigens. George Lucas mit der Stimme von Joel von The Last of Us. Die haben mit ihrem Raub ein großes Fass aufgemacht. Wenn ich nicht alles zurückkriege, dann bin ich genauso am Arsch wie sie. Okay. Hast du irgendwelche Pläne? Mit dem Hemd sieht er wirklich noch mehr aus wie George Lucas. Das stimmt tatsächlich. Urlaub machen. Vielleicht ein Bankraub. Ey, das sagen wir jetzt einfach. Vielleicht ein Bankraub. Das klingt witzig. Vielleicht raub ich eine Bank aus. Paul, du könntest nicht mal den Verkehr behindern. Oh, schau dir dieses kleine Monster an. Wenn mein Klitus dich erschnüffelt, Junge, da kriege ich sicher ganz schön Ärger mit ihm. Hauptsache, dein Näschen ist nicht so gut und schnüffelt so gut. Es ist ihm noch nicht aufgefallen, dass da Alkohol steht. Du siehst so beschissen aus, wie ich mich fühle. Ja, er selbst fühlt sich auch nicht gut. Warte, ich mach das. Als ich ins Department kam, jetzt will er auch noch Kaffee trinken. Sheriff Wilsons Kaffeeholer. Musste jeden Morgen eine Kanne kochen. Und der Typ war echt pingelig. Eine Weile her, wo er selbst Sheriff ist. Damals dachte ich noch, ich würde was verändern. Aber es ist nicht immer so leicht, der Gute zu sein. Ja, dann mobst mal den Aschenbecher, ohne dass es auffällt. Wahrscheinlich werde ich es versauen. Nicht weißt, ob er eine Bibel oder eine Knarre hält. Was machst du dann? Hm? Schwierig. Ach, ich hätte Frage beantworten vielleicht machen sollen, oder? Ja, jetzt. Doch nicht, hat geklappt. Paul, ich rede mit dir. Frage kann man jetzt immer noch beantworten. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Dass ich hätte mich falsch entschieden. Dass ich im Motel war. Hast du mal dran gedacht, nach mir zu fragen? Wenn du wissen willst, ob ich es für eine gute Idee hielt, drei blutrünstige Wichser daran zu erinnern, dass sie den Cousin des Sheriffs haben, dann lautet die Antwort nein. Ist da alles okay mit dir? Du wirkst so nervös. Oh. Sorry. Hab keinen Besuch erwartet. Ah, verstehe.
Das war keine schlaue Antwort, tatsächlich. Das macht ihn ja eher misstrauisch. Das ist ja eher so ein Typ, der dir ein bisschen auf die Nerven gehen will. Ich habe gehört, dass du vorhin auf der Wache warst. Hast du mit der Staatsanwaltschaft geredet? Ah, darum geht's. Die, wollten wissen, woran ich mich erinnere. Wegen dem Hotel und all dem Zeug mit dem Bus. Sie wollten deine Meinung, ob ich verrückt geworden bin, oder? Vermutlich, ja. Die wollten sie bestimmt. Es waren eine Menge Fragen. Ich, Und was war deine qualifizierte Meinung? Du hast die Sache beendet. Ich sagte, du hast getan, was nötig war. Jeder Cop würde das tun. Ich habe taktisch entschieden. Sehr guter Cop. Diese Schweine wollten mit einem Bus voller Geiseln nach Mexiko fahren. Also habe ich gehandelt, verdammt. Jetzt gibt es ein großes Hin und Her über die Zuständigkeit. Das FBI ist dran. Selbst Becky hasst mich. Sie gab den Holt-Jungs ihren Segen, als sie bei mir einbrachen. Wusstest du das? Ja, ey, kein Wunder, dass deine Frau dich hasst. Scheinbar bist du ein Arschloch. Das reicht wohl nicht. Eigentlich ist es ja egal, ob eine Katze dorthin geht, oder? Was für eine Woche. Eine Katze geht ja nicht unbedingt irgendwie dorthin, wo eine andere Person ist. Aber Sharon. Ab und zu verzieht die sich ja einfach und bekommt, nicht alleine rum. Egal unter welchen Stein sie gekrochen ist, ich finde sie. Dann mach mal die Augen auf. Sag mal das, die kann sie nicht ewig verstecken. Du hast recht. Sie kann nicht ewig Glück haben. Oh ja. Am Ende holt die Vergangenheit. Gut zureden, immer gut zureden. Ein. So oder so. Ich hatte was mit ihr, wusstest du das? Als Deputy. Sie wollte, dass ich Becky für sie verlasse. Was macht die denn da? Warum kommt die denn jetzt noch weiter raus? Ist sie doof? Warum ist sie nicht da geblieben? Ach so? Ich dachte immer, es sei umgekehrt. Dass du wolltest, dass sie Bear verlässt. Nein, du verwechselst da was, Paul. Die Alte war total verrückt. Ich bin ja schon oft Killst genug du den von knapp hinten. Davon gekommen. Gott, nein, verdammt. Aber die? Nein, tust du. Ah. Dante, warn. Wir warnen ihn. Egal, wir wollen einen Fight hier. Hinter dir, pass auf! Sie sollen sich gegenseitig umbringen, alle beide. Du naiver alter Dummkopf. Endet sowieso damit jetzt, dass der Polizist stirbt. Wollen wir wetten? Ich gehe nicht in den Knast. Oh nein, du wirst mich schon töten müssen. Glaub nicht, dass ich es nicht tue, Sharon. Ja. Du musst auch mal für deine Taten gerade stehen. Wir wissen beide, dass du mich nicht festnehmen wirst. Der gute alte Eggman. Das hat sie ausrambont. Wo ist mein Buch? Du hast es. Ich weiß es genau. Und du bekommst es nicht. Wenn nicht, dann bin ich dran. Keine Sorge. Die großen Zeitungen bekommen eine Kopie. Sobald ich das Konto leergeräumt habe, versteht sich. Diese Leute, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Nein, verstehst du denn nicht? Es ist nicht mein Geld! Paul, wie konntest du mir das antun? Ach, ey. Du kannst das Buch behalten, nehme das. Sie gibt dir das Buch. Wie wär's mit einem Deal, okay? Lass uns gehen und wir sagen niemandem was von dem Geld. Was? Paul, es ist nicht vorbei, wir schaffen das. Nein, hier gibt's Deals. Das Buch siehst du nie wieder. Ich weiß, dass er dich gezwungen hat, Paul. Hör zu. Ich gebe dir einen Freifahrtschein. Du musst mir einfach nur die Knarre geben. Nee, ach Mann. Nach Vietnam wollte ich nie mehr eine Waffe halten. Und das weißt du. Jetzt komm mir nicht mit dieser Diese Spiele Scheiße. Sind immer so schlimm. Man hat immer das Gefühl, dass man nur Mist baut. Wenn du auf ihn hörst, bist du ein Idiot. Er sperrt uns beide weg.
Hier. Warum kann man sich nicht selbst helfen, Mann? Paul, Autoschlüssel. Los jetzt! Ja, Paul, da musst du wohl mit. Nimm die Katze mit. Die kannst du nicht da alleine lassen. Schnell! Ich weiß! Ja, er nimmt die Katze mit. Ja. Es ist immer noch unfair, dass sie überhaupt zu dem hingekommen ist. Die hätte ihn auch ganz rauslassen können, aber nein. Oh Gott sei Dank. Irre, sie guckt. Nur auf eine Art. Ah, jetzt müssen sie noch überfahren, oder was? Tu es, Paul. Gib Gas. Mann, ich will den nicht überfahren. Oh, Scheiße. Er ist zur Seite gesprungen. Hey Sheriff, der Holt-Junge ist mit einem Mädchen in Utah aufgetaucht. Das FBI nimmt die Spur auf. Over. Uber Libre heißt der Erfolg. Okay, da habe ich doch das Richtige gewählt. Was ist da denn los? Die beiden gehen jetzt auf eine Party oder was? Das wird vermutlich der Onkel sein oder wer? Oh, zu wem gehen die? Ja, da bist du kaum auffällig. Entschuldigung, weißt du, wo als gesuchter Verbrecher. So, ich bin dafür, dass die beiden sich jetzt besaufen. Aber sein Vater hat hier Familie und die haben viel Geld, also. Was wird wohl auf so einer Party passieren? Hier sind zu viele Leute. Ja, und eine ist schon aufmerksam geworden. Was ist das? Kopfschmerztabletten. Ich glaube, das ist Ecstasy. Schon mal genommen? Nein. Und du? Nein, aber mein Vater hält mich eh für einen Junkie. Also, was soll's? Nein, tu's nicht. Ach komm, wir machen mit dir mit. Dann nehmen wir auch eine Pille. Wenn, dann richtig, ne? Dann nehmen wir echt mal ein bisschen Drogen. Am Ende sterben alle und man sieht, wie die Katze das Geld abhebt. Das wäre witzig, das würde ich gut finden. Das würde mir gefallen. Jetzt warten wir auf Todd. Todd, wer ist Todd? Yay, okay. So sieht also ein Ecstasy-Rausch aus. Ich glaube, es ist nicht wahr. Richtig, das ist nicht unglaublich. Toll. Super unglaublich. Ich weiß nicht. Dean, ich fühle mich gerade unglaublich. Wie eine Feder mit Beinen. Hier. Der Controller vibriert etwas unangenehm. Was soll ich machen? Arm, Hals. Haare. Boah, wir nehmen den Hals. Oh mein Gott. Wow. Oh oh. Ich muss mal aufs Klo. Ah, okay. Ich dachte, es gibt eine kleine Ecstasy-Knutscherei, aber sie muss leider auf den Bot. Kleine Mädchen. Ja, schön auf dem Boy. Genau.
Ah, bleib mal hier, ich muss mal kurz auf den Boiler. Auf die Pressburg. Ja, mach mal lieber den Fernseher aus. Jay Holt. Nach einem typischen Freitagabend aus. Oh. Vanessa? Die sind vermutlich in Dortmund im Spirit. Wobei, nee, der Boden ist nicht voll gepinkelt genug. Du bist die Letzte, von der ich erwartet hätte, dass sie hier aufkreuzt. Ach, ist das, ihr Cousin oder Onkel? Sympathisch, ja. Komm, wir gehen rein. Eifersüchtig, wir gehen rein. Was glotzt du so? Dean, was tust du? Nichts. Kennst du den Kerl? Ich wollte mit dir reden. Und was wenn? Ich bin ihr Freund, sagen wir. Lass uns hier echt ohne Scheiß, ey. Du hast kein Cockblock hier. Dean, bitte. Alles ist gut. Was soll das auf einmal? Warum ist sie auf einmal so? Echt mal, genau. Ich bin cool und auf Crack. Alter, sie will, dass du gehst. Tut mir leid, wenn dir das nicht passt oder so. Aber das ist, was sie will. Warum auf einmal? Was ist hier los? Hey, weißt du was? Man kann nicht immer gewinnen. Stimmt. Aber man kann auch gut in die Eier treten. Boah, Alter, ihn schlagen sie allein und wir hauen ihn um, ne? Wir hauen ihn um. So ein Arschloch. Zack. Boah, alleine für den Schlag gibt's eine Nuss, ey. Zack. So, Wrestling-Match hier. Monday Night Rock ist das. Das ist der Main-Event. Jay gegen... Schmalzlocke. Er hätte noch vorher sagen sollen, ey Locke, heute schon gekotzt und dann hätte er draufhauen sollen. Auf meiner Party. So ein Scheiß an. Hier. Du hast angefangen. Dean, bitte. Gehen wir einfach. Ja, wir gehen jetzt einfach. Nachdem ich erstmal ein bisschen wische. Ey, da kann Dean nichts für. Der ist einfach nur zur Seite gegangen. Ey, Flasche nehmen. Ah, verdammt. Ich hätte mich nicht für die Flasche entschieden. Dean, solche Faxen mache ich nicht. Wir müssen gehen. Flaschenlock mache ich nicht. Du richtiger Wichser. Stell dir vor, sie hat mal mir gehört. Ich mach von ihm entfernen. Das ist, Ich schlag den damit nicht. So ein Freak bin ich dann doch nicht. Ja, genau. Hau ab. Scheiß Weichei. Klatsch ihm auch noch eine. Er ist der fiese Wicht hier. Bist du verrückt, dass du dich mit ihm anlegst? Er ist ein Arschloch, finde ich gut. Er war respektlos. Ich kam damit klar. Warum echt? Sagtest du hast den Eindruck gemacht, als ob du mit dem abhauen willst. Ich dachte, dass du austickst, wenn du erfährst, dass wir mal ausgegangen sind. Nee, das wäre einfacher gewesen. Er hätte dir helfen können, hättest du mir vertraut. Ja. Wir sollten einen Ort zum Schlafen finden, bevor die Bullen kommen. Aber morgen war's das mit uns. Basau, diese Spiele immer, das ist unfassbar. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Da können wir uns ja jetzt ein Messer besorgen und die Alte filetieren, oder nicht? Unfassbar. Ja, raus aus meiner Karre. Aber erst im Wald. Das gibt's ja wohl nicht. Ich such mir einen Ort zum Schlafen. Lauf mir nicht hinterher. Warte, wir sollten nicht zu weit vom Auto weg. Er läuft trotzdem hinterher.
Das, ey, in solchen Spielen schaffe ich sowas echt nicht. Ich habe mal bei dem Batman-Spiel von Telltale habe ich es auch nicht geschafft, dass Batman Catwoman kriegt. Sag doch wenigstens, leg du dich auf die Folie. Dieses Haus, das du ausgeraubt hast, war das wirklich nur ein Einbruch? Auspacken. Wir packen aus. Wir sagen ihr die Wahrheit. Ja, welches Happy End soll es denn für die geben? Er ist ein Mörder. Ich muss dir was sagen. Es endet mit seinem eigenen Tod oder hinter Gittern. Ich heiße Jay. Nicht Dean. Okay. Und es war nicht nur irgendein Haus, sondern das von Sheriff Romero. Ich wusste das erst, als wir dort angekommen sind. Aber Ich weiß sie ja nicht genug. Das ist das typische Serienkiller-Ding. Ich erzähle dir das jetzt und dann wird sie filetiert. Einer von denen, die aus den Nachrichten. Aber pass auf, jetzt wo ich das erzähle, werde ich wieder interessant für sie. Das war nicht meine Idee. Aber das ist dem Bullen egal. Jetzt soll ich an allem schuld sein. Du hast ja auch einen Polizisten getötet. Nicht wegen mir. Doch, auch wegen dir. Eben, sie hat recht. Jetzt bin ich auf ihrer Seite. Bitte geh nicht. Ich konnte nicht anders. Nenn mir einen Grund, der dagegen spricht. Als du im Hotel tatsächlich aufgetaucht bist, da konnte ich es nicht glauben. Bitte, ich will dich hier, klingt irgendwie anders als das, was da jetzt gerade passiert. Aber gut. Was wusstest du? Jetzt wird sie sagen, Quatsch. Das kann ich dir nicht sagen, wenn ich nicht weiß, was es ist. Jetzt lacht sie ihn aus und haut ab. Na gut. Da wusste ich, dass ich... Du weißt schon. Vanessa. Ich liebe dich. Das war die schlimmste Woche meines Lebens. Ich bin froh, dass ich dich jetzt schon 6 Stunden lang kenne. Ist irgendwie alles gut. Hör mal. Mir ist egal, was die Polizei denkt, was du getan hast oder deine Familie. Ich bin nach Salt Lake gekommen, weil ich dich mag. Und ich mag nicht viele. Was ja, ich vorhin mal sagte... Situation gerettet. Als du über Kanada gesprochen hast... Jetzt können wir sie filetieren. Warum nicht? Vielleicht sollte ich auch gehen. Wirklich? Seit mein Bruder starb, hatte ich kein Leben mehr in Two Rock. Mein Dad ist wie ein Gefängniswärter, der dafür sorgt, dass ich keine Freunde finde, kein Risiko eingehe. Jede Woche denke ich daran, einfach abzuhauen. Jetzt hast du es geschafft. Sitze ich hier in dieser blöden Uniform rum, helfe Mima und warte auf Erlaubnis. Weißt du was? Ich brauche keine Erlaubnis. Aber Gewalt? Das geht nicht. Also schwöre... Schwöre, dass du niemanden mehr so sehr verletzen wirst wie Todd. And I swear. Versprechen geben. So, das machen wir. By the moon and the stars in the sky. Ich vergebe dir. I'll be there. Wir sollten schlafen. Guck mal, fantastisch. Gehen. Morgen wird ein langer Tag. Sie hat verziehen. Wir sind verlobt. Bald verheiratet. Wir lieben uns. Jay, fantastisch. Ja, genau. Jay. Schön. Wie lautet dein Nachname? Holt. Wir sind seit über 150 Jahren... Holt. Ich fürchte, jetzt gleich gibt's keinen Halt mehr. Ein Teil davon zu sein. Was hat sie jetzt gesagt? Verdammt, bereit loszulassen? War ich. Das ist vorbei. Wie du gesagt hast, ab jetzt treffe ich eigene Entscheidungen. Ich bin endlich frei. Jetzt sind wir Bonnie und Clyde. An alle Einheiten. Der Teenager, der heute Abend in 12819 gesichtet wurde, wird vom FBI... Der Erfolg heißt sogar Bonnie und Clyde. Ja, JJ, das ist ein mega guter Nachname. Wenn man Jay heißt. Zusammenfassung von Herr Rock. Wert, Freiheit, Eigenschaft, Waghalt, sich, Spielstil, Blitzreflexe. So muss es sein. Okay.
Episode 5 abgeschlossen. Ich glaube, wir haben nur noch eine Episode vor uns, oder? Das sieht mir ganz danach aus. So, 78% waren auch auf der Flucht. Der Deputy betrat die Bar. So, Vanessa kam am Hotel an. 83% konnten ungesehen fliehen. Das haben wir auch geschafft. Trotz Party 36 Vanessa bei Todd gefunden. Mit Todd gekämpft, haben 56% gemacht. Und Vanessa enttäuscht, haben nur 36. Mann, ja. Man kann also auch mit Todd kämpfen und sie nicht enttäuschen. Gebeten zu bleiben, ja. Liebe gestanden, haben nur 27 gemacht. Guck mal, geweigerten Hold zu sein, 79. 31, Vanessa blieb als Freundin. Heißt es jetzt, sie blieb... Ach, sie ist nur als Kollegin geblieben? Oder als... Ach, Mann. Egal. So, bereit fürs nächste Kapitel? Legen wir los. Es dürfte das letzte Kapitel sein, wenn ich das hier richtig sehe. Und geht's nicht weiter? Ich muss da drauf gehen und dann A drücken, oder wie? Was ist das für ein Schwachsinn? Ich muss ja echt sagen, also den Soundtrack finde ich wirklich cool von dem Spiel. Den mag ich wirklich sehr. Der letzte Akt. Hier beginnen, wenn wir tippen. Bin ja mal gespannt, wie das jetzt zusammenkommt. Hier ist nämlich die Tochter, die im ersten Akt noch klein war. Wieder reingehen, wenn ich hier sofort schon spielen muss. Spielen. Also mal auf eine Taste tippen oder sie halten. Ja, da war die Beerdigung, die ich verschuldet habe. Okay. Hier muss ja auf jeden Fall ein Zeitsprung sein. Das Mädchen ist ja wesentlich älter jetzt. Ich frage mich echt wirklich immer noch, wie das irgendwie zusammenkommen kann jetzt alles. Scheiße. Bist du okay? Ich habe meinen Rekord gebrochen. Mrs. Guybrush Threepwood. As Dusk Falls. Letzte Kapitel. So glaube ich. 17. März 2012 in St. Louis, Missouri. Wir haben wirklich einen ordentlichen Zeitsprung gemacht. Hey, du hast deine Schwimmbrille vergessen. Danke. Du bist Zoe, oder? Du jobbst im Laden auf dem Campus? Sorry, das bin ich nicht. So ist es, Beastman. So ist es. Du machst die besten Meatball-Subs. Der andere Typ geizt so mit Tomatensoße. Ich hätte jetzt auch so ein bisschen Bock auf ein Subway. Oh, Baguette. Sorry. Meatballs habe ich da noch nie gegessen. Sag mal, was du da gemacht hast. Nehme da eher immer so Chicken-Sachen. Darf ich fragen, warum? Warum hältst du die Luft an? Manche Leute meditieren. Ich versinke in einem Becken. Eines Tages werde ich 2 Minuten schaffen. Die ist hier 11 aus Stranger Things. Das klingt krass. Warum tust du das? Die Meatballs waren die besten oder die Chicken-Sachen? Dann fühle ich mich gut, finde ich. Meatballs. Ich habe tatsächlich noch nie Meatballs gegessen. Ich bin ja nicht so dieser gehacktes Fan. Und deshalb, so bei so Baguettes oder sowas, eigentlich fast immer irgendein Chicken-Zeug. Aber ich habe so ein Gespür, wann Leute Hilfe brauchen. Meine Mutter wurde vor ein paar Jahren krank. Gibt's das denn wirklich gar nicht mehr? Gibt's Meatball-Sandwiches nicht mehr? Ich war jede Nacht im Krankenhaus. Sorgte mich, ob sie durchkommt. Ist das so wie der McRib, der nur früher saisonal war? Oh, oh, was ist das denn? Das ist der Mann in Schwarz. Bis ich begriff, es war immer jemand da, der bereit war zuzuhören. Let rausgenommen, okay. Strange. Oh Gott, nee. Nein, ey, auf jeden Fall zurückgeben. Echt jetzt? Dafür fehlt mir die Zeit.
Hey, ich wollte bloß helfen. Ja. Ich hab dich aber nicht darum gebeten. Aber falsch. Du schwimmst deine Bahn und ich meine. Sorry, sowas Religiöses nehme ich nie an. Cool, dass man Nummernschilder einfach dran kleben kann. 14 Jahre zuvor, Highway 83. Also, ich habe mit Mima gesprochen. Was? Als du das Kennzeichen gewechselt hast. Ich wollte wissen, wie es ihr geht. Hast du ihr etwas? Nein, nein, ich wollte ihre Stimme hören. Und was hat sie gesagt? Worum ging's? Bist du sicher, dass du das packst? Kann sie sich noch an irgendwas erinnern? Hat sie gesagt, was dein Papa sagt? Aber hey, ich muss wohl flexibel sein. Bin jetzt eine gesuchte Kriminelle. Du bist keine Kriminelle. Du hilfst nur einem Freund. Hast du den OJ-Prozess gesehen? Wen? OJ Simpson? All-American Football-Spieler? Soll nackte seine Frau Kanone? Wegen einer Affäre mit einem Kellner ermordet Notebook? Haben? Ich schaue eigentlich kein Fernsehen. Echt? Egal, was ich sagen will ist, dass niemand ist, wie er zu sein scheint. Verstehst du? Was glaubst du, wozu heißt wir Nordberg und ich mach's sind trotzdem. Sind wir alle Mörder, bei denen nur ein Schalter umgelegt werden muss? Absolut nicht. Was ist mit Güte? Dazu sind wir auch fähig, ja. Oder? Warst du auch zu den Polizisten, als sie mit Güte weg über den Haufen geballert hast? Das Ding ist, ich darf ja jetzt nichts Böses mehr machen mit dem, ne? Das habe ich ihr versprochen. Nach den Mördern vom Desert Dream, die zuerst das Haus des Sheriffs von Tura County ausgeraubt und sich dann in einem Motel verschanzt haben, das zu einem... Warte, warst du das? Ja, aber ich will davon nichts hören. Ich schon. Beschreiben Jay Holt als eigenartigen, stillen Schulabbrecher. Als wäre Schulabbruch ein Verbrechen. Das stimmt. Holt hat zudem eine Komplizin, ist es nicht. Die 16-jährige Vanessa Dorland, die mutmaßlich bewaffnet und gefährlich ist. Ja, wenn sie stimmt. Einen dieser da ist ihr erst sieht, aufgefallen, dass er creepy ist. Und alles Lügen, wir sind in den Nachrichten, tut mir leid, dass du damit drinsteckst, hat er eigenartig gesagt, wir sagen alles Lügen. Die machen das größer als es ist. Du bist nicht gefährlich. Und ich bin es auch nicht. Ich kann nicht glauben, dass wir in den Nachrichten sind. Lass uns einfach nach Kanada, okay? Ja, okay. Boah, das ruckelt aber so ein bisschen. Dafür, dass es fast nur aus Standbildern besteht, ruckelt es manchmal echt in den Sequenzen. Das finde ich dann schon fast erstaunlich, dass die es da nicht hinkriegen, auf einer Xbox Series X mit einer vernünftigen Framerate zum Laufen zu kriegen. Oh oh! So, das sind nicht die Druiden, okay, die ihr sucht. Ihr könnt passieren. Wir schaffen das. Weiterfahren. Weiterfahren. Einfach Obi-Wan. Ey, ganz cool sitzen, Obi-Wan. Geht locker durch. Hallo, Marshall. Wir kommen alles vom Shoppen. Okay, ich mache hier nur eine Verkehrskontrolle. Wir suchen nach alkoholisierten Fahrern. Wir haben nichts getrunken. Wart ihr auch da? Nee. Nein, Sir. Sind nur auf der Durchreise. Darf ich fragen, woher ihr kommt? Ottawa. Arizona. San Francisco. Wir sagen einfach Salt Lake City. Da kommen wir her. Wir waren in Salt Lake City. Auf einem Ausflug für unsere, mit unserer Kirche. Welche wäre das? Jetzt hat sie diesen scheiß Jesus-Flyer nicht. Ach verdammt, Sie, den hat ja noch eine andere gekriegt. Norman? Mhm. Sie sehen aber echt heiß kann aus, Leute. Kann ich trotzdem Leute. Mal Führerschein ja. und Zulassung sehen? Dann könnt ihr direkt weiter. Tut mir leid, ich habe sie verloren. Sie sind noch in der Posthandschuhfach überprüfen. Zack.
klar. Erst Handschuhfach überprüfen und dann sagen, verdammt, wo sind die? Wo sind sie? Da ist nur eine Knarre drin. Abknallen. Nun, in Montana ist es verboten, ohne gültigen Führerschein zu fahren. Es tut mir wirklich leid, Officer. Ich muss das Kennzeichen prüfen. Bahn. Wir müssen los, sorry. Zentrale, prüf für mich mal ein Kennzeichen. Montana, 3, Pauper, 2, wir haben ja ein neues 1, gekriegt, 5, ne? 7, Tango. Scheiße, der rafft das jede Sekunde. Was, schon wieder? Geht das denn nicht manuell? Wir müssen von hier weg. Wir warten auf den Kopf. Das ist die richtige Wahl diesmal. Glaub mir. Wir kommen jetzt zurück und sagen so, ach komm, ja, fahren Sie einfach durch. Die Datenbank ist wieder abgestürzt. Erste Anzeichen von Millennium Bug. Na schön. Ja, meine Frau ist schwanger. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Nächstes Mal bringst du deinen Führerschein mit. Werde ich, Officer. Ey, sag mal, kenne ich dich nicht? Warst du nicht in den Medien? Ich glaube, ich habe dich mal bei TV Total gesehen. Da hast du doch diesen Rab der Woche gekriegt. Bist du nicht dieser Bauer aus Unna? War die richtige Wahl. Wären wir jetzt losgedüst oder sowas, hätten wir alles schlimmer gemacht. 14 Jahre später, okay. Im letzten Buch gibt es jetzt immer so Zeitwechsel. Justin Bieber Lake, ja. Wie ist der neue Flieger? Oh, du wirst ihn lieben. Er ist so viel ruhiger als der alte. Alles okay? Sonntag war mein Geburtstag. Normalerweise rufst du an. Oh, Dad, tut mir leid. Bloß, also ich... Du willst beim Chef Eindruck schinden, was? Verstehe ich. Wie wäre es, wenn ich morgen beim Laden vorbeikomme? Ist ein bisschen hart. Ich meine, klar, natürlich ist da Scheiße passiert, aber... Schwierig. Mann. Wieso? Ist ja jetzt auch nicht schuld daran, dass die Mutter gestorben ist. Das war ganz klar meine Schuld. In der Arbeit ist alles okay, ja? Der Job war nichts, klar. Nee, der Job war nichts. Wir nehmen das. Um ehrlich zu sein, Dad. Dieser Job und ich... Ja, war nix. Das passte einfach nicht. Heißt, du hast gekündigt? Ja. Er... Ich will was anderes mit meinem Leben machen. Ich werde jetzt Streamer. Sorry. Was wirst du tun? Oh, ich habe ein paar gute Pläne. Okay, wenn du meinst. Was soll uns dieser Brief sagen? Zoe? Sorry. Dad, ich muss los. Ja, diese Loser von Smack Boom. Was war das für ein Brief? 11.52 Uhr, stimmt doch gar nicht. Wir haben 20.57 Uhr. Ist überhaupt nicht realistisch, das Spiel. Ey. Raus aus dem Chat. Ich kann dir per Tastendruck kann ich einen Bann verordnen. Aber nee, besser nicht. Ist die andere Flasche. Mich wird ja schon da ohne Scherz der tropfende Wasserhahn verrückt machen. So andere Nachttisch durchsuchen. Pillendose. Übersehe ich die nur? Ja, sie steht da und sie ist leer. Das war die falsche. Ich dachte Nachttisch durchsuchen, dass du die Schublade aufmachst. Entschuldigung. Was ist das? Wasserhahn. Ah ne, es kommt von draußen. Kann man das Fenster nicht aufmachen? Ja. Wasserhahn zudrehen. Erstmal drehen wir den zu. Der macht mich persönlich macht der wahnsinnig. Hier, Vendetta mit dem Wasserhahn. Lagerregal, Schrank durchsuchen. Gibt's noch was? Schürze durchsuchen, Licht anmachen. Mal Schürze durchsuchen. Hier etwa? Schlüssel sind da drin. Klimpert. Nicht Licht anmachen. Wenn du Licht anmachst, dann hätte dich nämlich jetzt der Hyopai gesehen, dass du wach bist und da drunten steht er wieder.
starrt dich an. Ah, oh, okay, sie kriegt Flashbacks, wenn das so mittel ist. Verdammt, hätte ich mal das Licht angemacht. Ach, verdammt. Da. Himmel. Oh, Milf Burgers. Oh Gott. Sag, dass ich jetzt wach bin. Denk nach. Verdammt, dann ist die Pillendose schon wieder leer. Ich hoffe, ich muss nicht schnell drücken. Ich muss mir auch mal kurz ein Getränk aufmachen. Oh oh. Da ist jemand. Der geht. Ey, boah, geht gar nicht. Wer ist da? Der war am Fenster, nicht an dieser Tür. Den Flur überprüfen, ey, wir sind mutig. Wir machen das, was man in Thrillern und Horrorfilmen niemals machen sollte. Rausgehen. Und sie machen es immer. Und am Ende geht alles gut aus. Sie ist die... Hallo? Sie ist die Gute, das wird schon klappen. Blöd wäre jetzt nur, wenn die Tür zufällt und sie nicht wieder reinkommt. Guckt sie. Okay, es kann keiner reingekommen sein. Zumindest nicht durch die Tür. Sie stand direkt davor und nichts hat sich geändert. Ja, hallo? Hey, Opa. Zoe! Ach, der Opa, weiß, den gibt's auch noch. Es ist spät, aber ich muss mein Herz ausschütten. Kann ich rüberkommen? Oh, Klar, ich wohne ja genau so, gegenüber am Gang. Ich habe hier ein kleines Problem. Was denn für ein Problem? Mr. Walker! Bin in 10 Minuten da. So ein Viagra-Ding. Wie ich schon gesagt habe, meine Mieter dürfen das Gebäude nicht beschädigen. Und ich habe Ihnen gesagt, dass ich verdammt nochmal nichts beschädigt habe. Och, der lebt auch noch. Der lebt auch noch. Oder ist das Zorro der Zweite? Zoe, Gott sei Dank bist du da. Sag dieser Frau, dass ich in meinem Zuhause ein Recht auf Ruhe habe. Recht auf Ruhe? Sie haben ihre Eingangstür beschädigt. Okay, ganz langsam. Was ist passiert? Jemand hat eingebrochen und meine Brieftasche gestohlen. Das geht nicht. Oh nein. Das darf man nicht. Sie haben ihre Brieftasche verlegt und ihre eigene Eingangstür kaputt gemacht. Zoe, jemand war hier. Ich habe ihn im Dunkeln Wir bestätigen den Opa, sehen. Das Familie. Denkt sich das nicht aus. Ja, was hat er noch mitgenommen? Hat er noch etwas gestohlen? Ja, meine Pantoffeln. Ach, das stimmt auf jeden Sie Fall. Mich. Ihr Großvater ist zum dritten Mal in diesem Monat im Morgenmantel nach draußen gegangen. Als er bemerkte, dass er die Schlüssel nicht dabei hat, hat er seine Tür aufgebrochen, um wieder hineinzukommen. Das Wenigstens ist er noch nicht so dement und findet seine Tür überhaupt erst wieder. Ging spazieren und sah irgendwen. Und im nächsten Augenblick führe ich eine Diskussion mit Shelby hier. So heiße ich überhaupt nicht. Zoe, ich weiß, es tut weh, das zu hören. Aber ihr Großvater baut ab. Er braucht eine Krankenschwester oder muss in ein Wohnheim. Oder... Verdammt nochmal! Ich brauche kein Wohndings. Ey, ich dachte sogar, das wäre jetzt so eine Art Wohnheim. Und sie wäre eine Betreuerin. Trotzdem. So eine Wohnungsbetreuerin. Wir zahlen. Zack, fertig. Schicken Sie uns die Rechnung. Ich werde sicherstellen, dass sie beglichen wird. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Läuft das? Bitte besorgen sehr. Sie ihm Hilfe. Das ist ein Komplott, um einem wehrlosen alten Mann Geld abzuknöpfen. So sieht's aus. Armer, alter Mann. Ist die Frau noch zu retten? Wohnheim. Also, der ist der Beste. Er kann auf jeden Fall noch auf die Couch springen, obwohl das irgendwie 12 Jahre später sind und er damals ja auch schon ein paar Jährchen alt war. Er sieht nämlich haargenau so aus wie vorher. Also ich rede über den Hund, nicht über den Opa. Ist das nicht total unsicher? Willst du was verstecken, das niemand finden soll? Verbirg es direkt vor ihrer Nase.
Aber wie geht's dir, Kleine? Irgendwelche Neuigkeiten? Ich sehe da immer so einen creepy Typen. Mir? Mir geht's gut. Siehst nicht so aus. Du siehst aus, als kämst du aus dem Krieg. Hast du gut geschlafen? Ja, fantastisch. Ich schlafe wie ein Baby. Nee, wir sagen, dass wir Albträume haben. Hatte monatelang keine schlechte Nacht, bis die Albträume zurückkamen. Dann den Opa ein bisschen Angst machen. Nein, wir sind ehrlich zu dem. Jetzt habe ich Angst, einzuschlafen. Oh, Zoe. Neulich ging es dir doch besser. Hat dich was zurückgeworfen? Das ist egal. Das Leben. Im Ernst. So. Und sonst? Macht der Job noch Spaß? Ich wurde gefeuert. Ach, sie hat gekündigt. Dad weiß es. Du kannst dir vorstellen, wie das ankam. Oh. Er hat überhaupt nichts Böses, vermute ich. Der hat überhaupt nichts Böses dazu gesagt. Der hat gesagt, ja, okay. Du hast immer davon geredet, Investigativjournalistin zu werden. Warum studierst du es nicht? Ich weiß nicht, Opa. Ja, ich dachte, dafür wäre ich zuständig. Es tut mir leid. Aufwachen. Niemand sonst da. Außerdem hat die eine vorhin gesagt, dass sie auf den Balken geht, während die auf der Party waren. Das fand ich schon lustig. Nein, willst du nicht. Hör auf den Profi in Sachen davonlaufen. Wohin auch immer du gehst, die Probleme folgen dir. Moment mal. Ja. Beim nächsten Mal spielen wir was Lustigeres. Oh nein. Dankeschön. Diese Schweinehunde. Hab ich zum 74. bekommen. Darf ich mich ein bisschen umsehen? Vielleicht finde ich raus, wer deine Sachen geklaut hat. Ja, nur zu. Nimmt derselbe Typ, der sie durchs Fenster beobachtet. Ey, muss ich jetzt... Ich dachte jetzt, ich könnte hier wirklich so rumlaufen. Ja, im Regal werden ja vermutlich nicht die Sachen sein, oder? Gucken wir mal in die Kommode. Und, gehst du immer noch schwimmen? Geh ich noch öfter, wachsen mir Flossen. Hey, coole Karre. War das deine? Ja, das war der Freelader. Da sind mein Bruder und ich mit dem Ding durchs ganze Land gefahren. Was ist damit passiert? Ach, ich konnte mir den Unterhalt nicht mehr leisten. Wurde verschrottet. Waren die 70er, wir brauchten Koks. Ufa. Ja, wobei, der hat seine Latschen bestimmt im Fernsehschrank. Du weißt, dass deine Couch mindestens so alt ist wie ich. Ich hab das Ding 98 gekauft, in der Woche nach... Du weißt schon, als wir nach St. Louis kamen. Und oh, es wird immer bequemer. Opa! Oh, da ist es ja. Gut, dass sie das nicht gestohlen haben. Nicht, das haben sie dagelassen. Nur den Rest haben sie weggenommen. Damit nur die Pantoffel. Solitär. Wir haben nur noch die Sachen oder ist hier links noch... Ah, kaputte Tür. Ja, die ist mir egal. Gucken wir mal im Fernsehschrank. Da sind bestimmt die Pantoffel drin. Opa. Nee, Bill. Nimmst du deine Medikamente? Ich mag sie nicht. Die benebeln mich. Ach komm, hier, wir respektieren seinen Wunsch. Okay. Lass den Opi leben. Wie er will. Opa, bist du sicher, dass du die Tür nicht selber aufgebrochen hast? Warum sagt sie eigentlich immer Opa und nicht Grandpa? Normalerweise sagt man noch in englischen Varianten immer Grandpa, auch in der deutschen Synchro. Bist du noch nie in ein Zimmer gegangen und hast vergessen, was du überhaupt wolltest? Hast du noch nie etwas verlegt oder verloren? Du weißt, dass ich eine Menge verloren habe. Dich will ich nicht auch noch verlieren. Okay. Shelby hat recht. Es wird immer schlimmer. Orte, Zeiten, meine Schule damals. Shelby, der Doktor, es ist, als Dr. würde jemand Shelby meine Erinnerungen in Kisten packen und keine Etiketten draufkleben. Kannst du dir vorstellen, wie das ist? Schwer. Klingt auf jeden Fall sehr übel. Klingt schrecklich, sagen wir. Das klingt schrecklich. Auf jeden Fall. Das unvorstellbar. Klingt nicht super. Du musst denken, dass ich mir das alles ausgedacht habe.
Auf keinen Fall, alter Mann. Eigentlich werde ich auch von jemandem verfolgt, glaube ich. Was? Heute beim Schwimmen. Dann heute Nacht bei meiner Wohnung. Da dachte ich, da wäre jemand. Falls das überhaupt echt war. Der Kapuzenwilli. Verlieren wir beide den Verstand? Grundgütiger, Zoe. Ich weiß, deine Kindheit war die Hölle. Deine Mom so zu verlieren. Tut mir immer noch und leid. Ich weiß, dass du manchmal dachtest, du wirst irre. In der Tat. Daran musst du mich wirklich nicht erinnern. Das weiß ich. Aber das will ich ja sagen. Ich halte dich nicht für verrückt. Denn wenn du es bist, wieso haben wir dann beide das Gleiche gesehen? Opa? Entweder verlieren wir beide den Verstand oder... Oder was? Jetzt wird's doch ein bisschen creepy. Nein. Unmöglich. Nein, nicht Zeus. Ist das Jay? Hey, ich sehe dich. Yes. Oh, Jay. JJ. Ich hab's vergessen. Er ist ja JJ. Okay, jetzt muss ich bestimmt irgendwelche Verfolgungssachen machen. Nach rechts wischen und links wischen und sowas und schnell A drücken. Was willst du? Vor allem, warum rennt er jetzt weg? Das Wischen war erfolgreich und es sah nicht erfolgreich aus. Genauso wie das. Hab ich gesagt! Komm her, Richie! Lass mich in Ruhe, verdammt! Tut mir leid! Ich hielt sie für... Es war nicht Jay, sondern Jenna! Was bedeutet ja, dass Jay dann doch davongekommen ist, oder? Sonst hätte sie doch jetzt schon mal irgendwie mit ihrem Opa darüber geredet, dass den... Oh, Kleine. Alles widerfahren ist, wie es gerecht war oder sowas und nichts davon. Es ging mir verdammt gut. Richtig gut. Bis? Und dann ein kleiner Trigger und bam, alles ist wieder da. Sieh uns an. Ich suche meine Erinnerungen. Du willst vergessen. Ich verstehe nicht, was das bedeutet. Ich will nicht vergessen. Ich will Kibo, nur, dass es mir egal Njikumo. Ist. Wie mache ich das? Ist es irgendein Mortal Kombat-Zeug? Wie lasse ich die Vergangenheit zurück, wenn ich sie doch überall sehen muss? Schätze mal, bist du auf der Tastatur eingeschlafen? Und dich ihr stellen. Warum hat der Chatbot nicht reagiert? Hallo, Herr Chatbot. Hier muss jemand gesperrt werden wegen Spamming. Schau ihr in die Augen und du wirst sie erkennen. Wenn die Vergangenheit zu dir spricht, dann hör zu. Ja, genau. Und sie ist beim Haar eingeschlafen. Und oder er ist gestorben, ist, während er das geschrieben hat. Bist du vielleicht Ah, der Brief ist von Jay. Okay. Es war tatsächlich Lucy. 14 Jahre zuvor. Also es war eine Katze. Okay. Die hat auf jeden Fall guten Geschmack für Buchstaben. Dann schreibt er noch, Leute, die sterben, schreiben doch nicht, Es wird wunderschön, wenn wir weiter oben sind. Was war deine weiteste Wanderung? Hat man die Two Rocks von Two Rock gemacht. Hey, bin mal zum Edeka gegangen. Komm, es ist noch ein gutes Stück. Hier ist dein Geheimnis. Hab vorher Arizona noch nie verlassen. Ja. Erzähl mir das, wenn ich nicht gerade zusammen... Hier ist eins von mir. Ich war noch nie in Arizona. Hier. In Kanadia. Wo sind die jetzt? Montreal? Quebec? Das stand vorhin am Anfang, ne? Ich hab nicht aufgepasst wieder. Typisch. Herr Rock.
Sagen Sie mal, streamen Sie hier und spielen das Spiel oder machen das die Leute aus dem Chat? Es tut mir leid. Ohne mich wärst du viel schneller. Ohne dich gehe ich nirgends hin. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich will ich heute nicht sein. Gib mir deine Hände. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ah, Teamwork. Absolut. Jetzt hilfst du ihm rüber. Das wäre Teamwork. Ich kapier's nicht. Ich friere, ich bin nass, meine Beine tun weh, als hätte ich die Woche über doppeltes Beintraining gemacht. Du bist wie der Duracell-Hase. Wie machst du das? Ich mache immer weiter, weil ich muss. Ach, ja, vielleicht ich so kann jetzt nicht aufhören nehmen sollen. Naja, gehen wir weiter. Immer weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter! Das wirkt immer so komisch mit diesen Standbildern und trotzdem siehst du die Umgebung sich bewegen und so. Der Stil ist echt witzig. Meine Mom und ich oft bei Sonnenuntergang raus in die Wüste. Ich dachte, Kanada wäre das heißeste Land der Welt. An einem wirklich heißen Tag, wenn genug Dunst in der Luft war, glühte die Sonne wie ein gigantischer Feuerball am Horizont. War es besser als das? Nur mit jemand anderem. Hey, du blutest. Scheiße. Was ist denn passiert? Hab ich das nicht gemerkt. Oh nein, ein Kratzer. Lass mal sehen. Saug sofort die Wunde aus. So, viel besser. Ich hab schon fast wieder versaut mit dem Kreis. Was du tust. So. Wie kommen wir ja, über die Grenze? Auf Tatooine, ja. Wir müssen schwimmen. Ist das nicht kalt? Tatooine war doch der Eisplanet, oder? Das ist gut für dich. Mach dich warm. Der andere kann es nicht gewesen sein, der heißt immerhin Hot. Keine Angst, uns kann nichts passieren. Wir finden immer noch statt in 12 Jahren. Bist du das? Ich bin's, Dad. Ey, wie ist er denn da hinterhergekommen? Dad? Was machst du denn hier? Weißt du... Hast du überhaupt eine Ahnung, mit wem du da weggelaufen bist? Er heißt Jay. Hat sie. Und ich weiß alles, was in dem Hotel vorgefallen ist. Und mir ist das ehrlich gesagt egal. Ja, Vanessa. Er ist auf jeden Fall der Termi-Papa. Weiß er, wo wir sind? Oder der Papa-Nater. Weißt du, was er getan hat? Er hat Cops auf dem Gewissen, Vanessa. Dafür gibt's die Todesstrafe. Du hast keine Vorstellung, wovon du redest. Boah, was machen wir jetzt hier? Raushalten? Du schätzt mich falsch ein? Wir machen dieses Raushalten hier. Wir lassen sie mit ihrem du Vater streiten. Nicht so wie ich. Er genau. Nicht. Lass das Bis doch ihn. Ein Gericht entscheiden. Und komm heim, ja? Das ich richte. Der Teil meines Lebens ist vorbei. Sie stellt sich nicht gegen ihn. Verdammt. Weiter mit Plan A. Hey, Holt! Im Namen des FBI bist du hiermit festgenommen. Mann, fast wärst du uns durch die Lappen gegangen. Der Ranger am Eingang hat einen Bonus verdient. Ich habe ein ganzes Team Bundesagenten hier. Dein Weg endet hier, Jay. Ich lasse mich nicht von euch umbringen. Freies Schussfeld auf das Ziel. Das Mädchen stellt sich jetzt davor. Wir retten die auf jeden Fall. Nie was Böses. Und wir dürfen niemanden mehr töten. Ey, wie konnten die... Ich hab runtergewischt. Wir müssen weg. Los, lauf. Okay. Wenn ich es jetzt wirklich schaffe, dem FBI noch abzuhauen mit dem Mädel, dann sage ich, das Spiel hat keinerlei Realismus. Was willst du? Soll ich schnell drücken? Soll ich irgendwas wischen? Irgendwas drehen? Ihr helfen? Wischen! Ich kann jetzt nicht in den Chat gucken. Es tut mir leid. Geht um Wichtigeres. Ich muss hier alle retten. Alle retten! Okay. Schnell! Hier rein!
Oh, meinst du das wirklich? Wenn ich versuche, sie zu retten, stirbt sie? Verdammt, ne? Jay war alleine gerade. Wir müssen... Ja, aber ich will nicht, dass sie stirbt. Das wäre doof. Boah, das wäre noch krasser. Aber obwohl, wenn der Vater sie erschießt, dann schon. Gut, die Waffe ist weg. Hauptsache, sie knallt jetzt nicht auch noch ihren Vater ab. Das ist immer dieses Schlimme, man macht alles richtig und wird immer bestraft dafür. Jump, jump, the Mac Daddy Maker. Jump, jump, the Daddy Maker Maker. Wir springen auf jeden Fall. Die Grenze ist da unten, hinterm See. Wir müssen springen. Das stimmt. Wer die Obi-Wan-Serie gesehen hat, weiß, dass Leia alles geschafft hat. Oh, ey, wenn ich mit der jetzt reinspringe und die stirbt. Das schaffst du nicht. Vielleicht doch, das wissen sie nicht. Vanessa. Was du soll ich von mir hältst? Mit ihr springen oder nicht? Du warst mal mein kleines Schnell. Mit ihr springen oder nicht? Geschlafen, gingst auf meinen Füßen. Wann hast du mir das letzte Mal gesagt, dass du mich lieb hast? Kleiner Hinweis. Niemals. Okay. Darin bin ich nicht besonders gut. Wie mit vielen. Als deine Mutter starb, wusste ich nicht weiter. Am Ende bin ich wieder der Schuldige, weil keiner was sagt. Rechts. Je mehr ich mich bemühte, desto mehr habt ihr mich gehasst. Ja, ich springe, aber sie bleibt da, oder? Ach, Mann. Du hältst mich für ein Monster. Aber ich liebe dich, Vanessa. Wenn du sagst, wir überleben, glaube ich dir. Lass uns schnell machen, ja? Bevor ich es mir anders überlege. Ohne sie springen zusammen. Wir springen ohne sie, oder? Nehmen sie mit. Okay, ja komm, ey. Ich wette mit euch, die stirbt, ihr Schweine. Na schön. Ihr habt sie auf dem Gewissen. Ich wäre ohne sie gesprungen jetzt. Eins, zwei... Warte. Dad? Ja, Schatz. Sag lieber, unter lieb. Der Spüle ist eine extra Packung Zigaretten. Nein! Vanessa! Nicht! Nein! Gott. Toll. Wir wissen jetzt nicht, was das Outcome war. Oh Mann. Und denk an das, was Heeman sagt. Es ist keine Nekrophilie, wenn sie in deinem Herzen weiterlebt. Was soll Heeman das jemals gesagt haben? Er ist nicht auf der Wanderkarte. Nein, ist schon gut. Danke. In jedem Abspann nach jeder Filmation-Folge oder wann? Alberta, Kanada. Okay, da hängt Jay scheinbar immer noch ab. Der war im Hard Dungeon. Noch ein bisschen trainieren in Calgary, Alberta, Kanada. Da war doch der Hard Dungeon, ne? Calgary, Alberta, Kanada. Wow. Bist du? Ruhig. Ich bin der Hund. Roosevelt. Wer bist du? Was ist in dich gefahren? Wie hat sie ihn gefunden? Leise. Sei ganz leise. Oh Gott. Zoe. Hi, Jay. Oh, er kennt sie sofort wieder. Ich war mir nicht mal sicher, ob du die Briefe bekommen hast. Ach so, deshalb passiert das, ja klar. Seit März. Du weißt, dass dich das FBI immer noch sucht, ja? Wie hast du mich gefunden? Postamt. Ich hatte deine Postfachnummer. Die haben den Rest geregelt. Oh, das wäre jetzt wirklich böse, wenn die gleich da in der Hütte sitzt und nur noch nett. Ohne Gliedmaßen wäre. Ja, oh Gott. Das sind sie. Dann hat der Chat es auf dem Gewissen. So auf jeden Fall. Mir war klar, ich hätte mich für sie bleibt entschieden. Für mich bist du immer noch das ängstliche Kind. Gott, das klingt auch ein bisschen creepy, ey. Ich hab keine Angst mehr. So, zack. Gib ihm. Jetzt habe ich keine Angst. Nicht mehr. Gut. Ich bin froh. Hey, setz dich. Hab einen Stuhl auf der Veranda. Und ja, lass mal labern. Dir, du brauchst auch kein Pfefferspray. Ich hab auch ein paar Würstchen auf dem Grill.
Eine gesprächige Runde. Vanessa hat es wohl nicht geschafft. Das dachte ich auch. Hab's schon zu oft gesehen. Es ist so seltsam, dass du hier bist. Ich habe ich sie nicht geschubst. Familie so viel das ist ein Videospiel. Ja, ich weiß. Stand in den Briefen. Ich habe versucht, ihr nicht seid nicht nur in meinem denken. Kopf. Seid ihr nur in meinem Kopf? Hat nicht so gut geklappt. Oh. Ist das Mädchen noch da? Mit dem du weggelaufen bist? Nein. Sie ist weg. Ich habe so viele Fragen. Über dein Leben und... Mach nur. Ich habe Zeit. Ich bin sie hier. Sie ist weg. Mehr wird dazu nicht gesagt. Wo ist Vanessa? Das wollen wir als erstes wissen. Ihr Name war Vanessa, oder? Darf ich fragen, was passiert ist? Wir haben 6 Jahre zusammen verbracht. Glückliche. Wir haben noch weitergelebt. Haben draußen geschlafen, wenn es warm war. Einander am Lagerfeuer Bücher vorgelesen. Aber am Ende hat ihr wohl das normale Leben gefehlt. Ich glaube, 6 Jahre in der Wildnis? In Kalifornien. Ich bin einfach nur dankbar für unsere gemeinsame Zeit. Cool. Der geht's wenigstens gut. Sie hat überlebt. Danke, Chat. Wie geht's deiner Familie? Hast ja, die sind irgendwo in Mexiko. Nein. Ma hat wohl das Land verlassen. Kein Plan, wohin. Ja, das ist wirklich Endgame jetzt hier, oder? Sitzt in Arizona. Todestrakt. Mein Pa und ich haben uns geschrieben. Doch. Er meinte, es sei zu gefährlich. So ließen wir das. Und das war's. Jetzt bin ich allein. Wie hast du den Sprung überlegt? Du weißt, dass die Welt dich für tot hielt, seit du von der Klippe gesprungen bist. Das waren wir fast. Im Wasser wurde mir schwarz vor Augen. Vanessa zog mich an Land. Wir waren Wochen zu Fuß unterwegs. Irgendwie finde ich das voll blöd, dass Vanessa jetzt nicht mehr einfach so nicht mehr dabei ist. Wir schafften es nur, weil wir zusammenhielten. Neue Narbe. Wir nehmen jede Option, oder? Wir hören uns alles an. Ich mich gar nicht. Oh, ich habe am Anfang viel erkundet. Bin mal über einen Bären gestolpert. Ich dachte, er wäre verletzt. Er war eine See und hatte Junge. Harte Lektion. Ja, damit sind wir alle Optionen durchgegangen. In all den Jahren hatte ich nie jemand erkannt? Manchmal war es knapp in der Stadt. Aber man ist sich nie sicher. Du fühlst nur die Blicke der Leute. Also gehe ich nicht mehr weit weg. Nur in die Bibliothek, auf den Markt. Und das war's. Also, warum bist du hier, Zoe? Du hast gesagt, du wolltest reden. Ich hab gesagt, du sollst schreiben. Aber du bist hierher gekommen. Wieso? Hat er eigentlich kein Postfach und seine richtige Adresse mitten im Wald angegeben? Auf der Straße. Und? Hier beim Biber rechts, da den Brief ins Astloch. Kannst du nicht loslassen. Falls du reden möchtest. Ich verstehe das vielleicht besser als andere. Und ich kann gut zuhören. Feuer dabei. In dieser Nacht. Du hast mich nach oben gebracht, der Strom fiel aus. Weißt du noch? Klar. Ich hatte genauso viel Angst wie du. Du hast gesagt. Da, wo über dieser Baum Lux. Steht, Nummer 4, ja. Und es fühlt sich so an, als würde ich seitdem die Luft anhalten. Aber eigentlich will ich nur schreien und niemals aufhören. Ich wollte nur, dass du still bist. Die Bullen kamen. Du solltest nicht verletzt werden. Ich weiß. Ich sagte nicht, dass es Sinn ergibt. Weißt du, was wir beide gemein haben? Wir haben beide viel durchgemacht. Und den Rest unseres ja, Lebens versucht. Der Unterschied nicht ist aber, dass sie nichts dafür du kann. Und ich, wir sind uns ziemlich ähnlich. Aber ich weiß nicht. Ist sie auch losgegangen, hat einfach Scheiße gebaut? Wir sind uns nicht ähnlich, machen wir. Zack. Nein, das sind wir nicht. Mach dir nichts vor. Echt mal. Jay, diese Briefe. Warum jetzt?
Ich sagte ja, es gibt viel, über das ich nie gesprochen habe. Ich weiß. Hat sie überhaupt rausgefunden, wo die wohnt? Er lebt da in einer Hütte im Wald. Scheinbar ohne Strom. Ich sehe. Kann mir auch nicht. Ich glaube nicht, dass er da Internet hat. Nach all den Jahren. Sollte man meinen, man vergisst. Aber das habe ich. Und die Narbe ist weg. Du hast mich sicher. Nach allem, was meine Familie dir angetan hat. Ja, deine Familie hat mein Leben ruiniert. Meine Mom starb in dieser Nacht. Wer war schuld? Andere starben noch. Ach, die Narbe ist wieder da. Ich habe keinen Abschluss. Man hat mich von zwei Schulen. Ich kann mir echt nicht vorstellen, ich wette, die Mehrheit hat ihm irgendwie verziehen. Aber und dann kommen deine Briefe. Tut mir irgendwie leid, aber den kann man nicht verzeihen. Ernsthaft nicht. Zoe. Also ich meine, klar, er ist ein tragischer Charakter, aber er hat halt die ganze Zeit mitgemacht. Und dumm. Hab nicht erkannt, wie krank meine Familie war. Narbe wieder weg. Ist egal. Ich war 18 und hätte es besser wissen müssen. Aber das habe ich nicht. Und das tut mir leid. Ja. Du kannst nicht einfach... So simpel ist es nicht. Vielleicht nicht. Doch die Dinge, die ich getan habe. Die Leute, die ich... Ich denke jeden Tag an sie. Dieser Kopf im Wald. Und du. Richtig so. Immer du. Lass das. Heuchle keine Betroffenheit. Wenn du mich im Gefängnis sehen willst, auf dem Dach ist ein Signalverstärker. Alles klar, schalte ich ein. Ruf die Bullen. Ich laufe nicht weg. Es ist keine Freiheit, wenn man eine Lüge lebt. Ja, wobei, genau, wenn er da gefangen genommen wird, dann... Ich wäre sogar dankbar. Genau, wäre er sogar dankbar, also eher nicht. Wir lassen es. Roosevelt, gehen wir spazieren. Soll er alleine da weiter im Wald verharren? Wir wissen ja, wo er ist. Wenn wir Bock haben, können wir nochmal mit einer Knarre vorbeigehen. Nee, ich, ja, ey, wobei, ey, ihm vergeben ist auch scheiße. Das finde ich jetzt richtig blöde. Wenn das nicht ihm vergeben heißen würde, hätte ich das nämlich jetzt genommen. Ihn verpfeifen, ihm vergeben. Es ist ja nicht vergeben, nur weil man jetzt geht. Eigentlich ist es doch so, dass er die viel größere Strafe jetzt kriegt. Er will es ja quasi. Er will ja, dass die Entscheidung abgenommen wird. Ich bin für dann ihm vergeben, oder? Obwohl ich das falsch definiert finde. Was sagt ihr? Bei ihm verpfeifen, ist, das finde ich total billig jetzt hier, dass es auch so heißt. Verpfeif ihn, echt? Ja, okay. Dann machen wir es. Meiner Meinung nach hätte er jetzt da alleine den Rest seines Dreckslebens in dieser Hütte verbringen sollen. Und jetzt kriegt er ja das, was er wollte. Ich kenne den Aufenthaltsort eines Flüchtigen. Ma'am, sind Sie in Gefahr? Nein. Ich bin weg, bevor jemand herkommt. Armer Hund. Das Ding an Dämonen ist, man entkommt ihnen nicht. Nee. Entweder du findest dich mit ihnen ab, oder das Dunkel verschlingt dich. So, nur ein Polizist, ein Bundesagent ist gekommen, halt mit einer dicken Bumme. Oh, es sind seltener. Nur 0,98% haben das gemacht. Während andere aus dem Leben gerissen werden. Wow. Ja, danke Styles Films. Verstehen manche von uns alles. Ja, bloß die blöde Kuh ist entkommen. Das finde ich auch richtig blöd. Das gefällt mir auch nicht, dass die es geschafft hat. Ja, hoffentlich wird die nicht mehr glücklich. Die ist doch die Initiatorin von allen gewesen. Ah, guck mal hier. Da kommt der Sheriff. Ne, doch nicht er. Ich dachte, der Sheriff kommt jetzt noch und knallt die eben vor den Kindern über den Haufen. Und andere rafft es einfach dahin. Ich kenne die Antworten nicht. Aber ich fliehe nicht mehr vor den Dämonen. Niemand jagt mich. Da war nie jemand. Hey, Zoe, hier ist Grandpa.
Ich habe über unser Gespräch neulich nachgedacht. Und schon wieder die Pantoffel geklaut. Und da gibt's etwas, das ich nie erzählt habe. Was hat er damals vor 20 Jahren? Turok, als ich vorschlug, die Touristenroute zu nehmen, dafür gab's einen Grund. Ich war schon mal dort. Alles, was danach kam. Er ist Jays Vater. Das Motel, die ganze Sache. Das war alles mein Fehler. Bitte, du musst das nicht tun. Beruhig dich und mach es dir nicht so schwer, okay? Er kann's haben, ist alles in Turok. Was zur Hölle? Opa? Ist das Fall 2? Wow, okay. Komisches Ende. Sehr komisches Ende. Das war auch der zweite Teil von Is Dusk Falls. Es wundert mich gerade, dass so sehr, sehr extrem leise Musik jetzt gerade läuft am Ende. Wir können ja mal gucken, ob man das irgendwie wegdrücken kann und ob dann... Ne, kommt nichts. Hätte ja sein können, dass nochmal irgendeine Schlüsselszene kommt. Also bei Wert habe ich Gerechtigkeit, kämpft für die gerechte Sache. Der Chat hat hier für die gerechte Sache gekämpft, das war nicht ich allein. Eigenschaft entschlossen, weigert sich aufzugeben oder loszulassen. Spielstil, Schnelldenker. Das war die ganze Zeit so. Das war nie anders. Gucken wir nochmal bei Zoe. Michelle starten, der so... Ey, das ist schon so lange her. Warum steht das jetzt hier? Nur bei 12% ist sie gestorben. Was soll das eigentlich? Das kann ich mir nicht vorstellen. Rekord beim Lufteinhalten, den haben wir geknackt, haben 95% geschafft. Gibt es denn irgendwas, was wir hier geschafft haben, was uns keiner macht? Medikamente gefunden. Jane Canada besucht. Oh, es gibt auch eine Option, wo man das nicht macht. Doch, das weist immer darauf hin. Wütend auf Jay. Und wirklich Jay an die Behörden verraten, haben nur 6% gemacht. Das finde ich wirklich krass, dass so wenige sind. Vince öffnet Flugschule. Das wurde uns jetzt... Ach, das ist noch von vorher. Michelle starb. Sharon floh mit Paul aus den USA. Sharon Schicksal, Tyler Schicksal, ja, verhaftet in Todeszelle. Ja, okay. Also, wie sieht's hier mit dem Sprung aus? Wasserfälle erreicht, mit Vanessa gesprungen, haben auch nur 49 gemacht, also etwas unter der Mehrheit. Gut, das war Is Dusk Falls. Sieht für mich so aus, als ob da nichts mehr kommt. Wir warten mal kurz den Ladebildschirm ab. Tatsächlich kommt da nichts mehr. Das war's mit dem Spiel. Wie sieht's aus? Soll ich nochmal... Ich habe noch ein paar Minuten Zeit, weil normalerweise habe ich ja immer so einen Slot bis 10 ungefähr. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, kann ich doch sagen, komm, dann mache ich noch eine Runde Fall Guys. Oder? So was Kurzes. Dann ändere ich einmal den Streamtitel. Der ist jetzt natürlich nicht vorprogrammiert. Ich muss es selbst machen. Oh, einer fliegt immer. Nee, fällt. Einmal Fall Guys. Kategorie ändern wir auch. So. Fertig, alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, hauen wir uns nochmal ein Intro rein und spielen danach eine Runde Fall Guys. Nachdem wir hier sowas Trauriges hatten, machen wir jetzt nochmal kurz was Fröhliches und sehen dabei zu, wie ich in der ersten Runde rausfliege. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen im Gaming Room von SmackBoom zu einer kurzen Runde Fall Guys, die wir noch hinten dran schieben, nachdem wir gerade Is Dusk Falls durchgespielt haben. Wir gehen in die Solo-Show. Ganz alleine ist hier wieder der rosa Hundor. Verbindungsfehler. Was soll das denn? Warum? Machen wir es doch nochmal. Vielleicht machen wir auch keine Runde Fall Guys mehr. Warten wir mal ab. Okay. Ich habe letztens tatsächlich, ich habe wirklich jetzt mittlerweile auf jedem System, das ich habe, Fall Guys installiert. Also einmal hatte ich sowieso schon auf der PlayStation von Anfang an.
Dann habe ich es mir ja jetzt auf die Xbox installiert, falls ich mal wechseln muss oder sowas, damit ich nicht die Konsole extra wieder umstöpseln muss. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich installiere es auch auf der Switch und spiele es da öfter beim Handheld-Modus. Und ich muss echt sagen, es läuft auf allen Systemen gut, wirklich gut. Aber auf der Switch sieht es tatsächlich so aus, als ob sich die einzelnen Charaktere so ein bisschen in Stop-Motion bewegen. Das ist ganz komisch. Das ist wirklich strange. Also es läuft flüssig, aber die einzelnen Charaktere selbst sind etwas abgehackt. So, okay. Oh Gott, die Wippen. Ich hasse die Wippen. Bei den Wippen bin ich immer schlecht. Bin ich wirklich immer schlecht. Und wenn das schon als erstes kommt, fließe ich sofort raus. So. Möglichst mittig hier erstmal bleiben. Das machen wir gut. Machen eh alle. Gehen hier so ein bisschen rüber. Möglichst mittig wieder. Und dann links. Und jetzt nach rechts. Alle da vorne drauf springen. So, erstes Hindernis überwunden. So, wir gehen weiter rauf. Nein, nicht runterkegeln. Bleib, steh doch wieder auf, du Eumel. Nein, nicht rutschen. Och Mann, es war fast so weit. Runter. Fuck. Wieder zurück. Und wieder hier hin. So, jetzt nach oben. Den Teil schaffen wir. Okay, das haben wir auch gepackt. Gehen wir aufs Gelbe? Ja, wir gehen aufs Gelbe. Komm, nein, komm da hinten hin, damit wir es höher machen können, damit wir gleich wieder auf Blau rüberkommen. Kommt her, Jungs, macht's doch höher, ihr Trottel. Mittig bleiben. So, rüber. Oh nein, 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 nein! Ich hasse es. Ich wäre am liebsten alleine hier. Ohne die ganzen anderen. Ist tatsächlich mal geschafft, allein zu sein, ne? Ihr wollt immer zu früh alle rüber, das ist das Problem. So. Gehen? Ja, das war falsch, glaube ich, oder? Ist vielleicht doch besser, hier zu warten. Jetzt schwankt sie rüber. Sehr gut. Auf die gelbe. Und warten. Hinten rauf, Mann. Ey, dass die aber auch nicht nach hinten gehen. Das war falsch. Jetzt rutsche ich runter. Doch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Rett es. Sehr gut. Sehr gut, wir schaffen's. Wir schaffen's. Okay. Ah. Sehr gut, alles klar. Da ist wieder so einer von diesen Eumeln, die die ganze Zeit hier stehen bleiben. Sowas verstehe ich immer nicht. Warum die nicht... Ja, jetzt ist er doch reingerannt. Noch ein Hotdog? Wie kann es sein, dass nach dem einen Hotdog sofort der nächste Hotdog kommt? Ich habe letztens, als ich es auf der Switch gespielt habe, tatsächlich eine Runde gehabt, wo es... In der ersten Runde hätten sich irgendwie 42 oder so qualifizieren sollen und die waren alle so schlecht, dass irgendwann auch dieser Timer, der jetzt rechts oben zu sehen ist, abgelaufen ist und sich am Ende nur noch 29 Leute qualifiziert haben, weil die alle nicht ins Ziel gekommen sind. So, Runde 2. Was haben wir denn als nächstes? Ich hoffe nicht irgendwie so, ich hasse Abschweifen. Das ist das Allerschlimmste, wo man diese Schwänzchen abreißen muss. Das kann ich gar nicht. Am besten sind für mich immer einfach irgendwelche Läufe. Ritterparcours ist auch oft schlimm. Mehr Wippen bitte, ja. Hier wird gleich genug gewippt. Beim Ritterparcours habe ich oftmals Probleme mit diesen kreisenden Sachen, auf denen diese rosa Zipfel drauf sind. Vor allem unter Druck. Diese hier. So, komm. Können wir das schaffen? Das schaffen wir. Okay, einmal links den Weg. Ganz nüchtern jetzt hier. Hier sind nur zwei Sägen.
So, Säge ist durch. Die erste haben wir. Zweite warten. Haben wir auch durch. Hier, mit denen habe ich öfter mal Probleme mit diesen Sachen. Jetzt warte ich einmal, bis dieser Huckel durch ist. So, jetzt gehe ich. Warten. Warten. Durch. Okay, den haben wir gekriegt. Die zeigen alle nach rechts. Dann warten wir, bis der Huckel durch ist. Verdammt. 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 Das ist das, was ich meine. Das ist das, was ich meine. Oh, ich habe es trotzdem geschafft. Okay. Ja, hier ist eine egal. Hier kannst du einfach nur einmal durch und hoffen, dass alles klappt. Ist hier nur eine Säule? Ein Sägeäumel hier? Ja gut, den schaffen wir auch. Das war ja easy. Das ist ja mega leicht. Ich komme ja unter die ersten fünf hier. Ja, unter die ersten sechs. Das war ja mega easy. Das gibt es oftmals normalerweise, dass es noch viel mehr Wippen hier sind. Huh. Es gibt schon mal eine extra Krone wieder, weil ich weil ich so früh im Ziel war. Da warten wieder so Schweine. Ich finde es gut, dass einer gezogen hat, um ihn da reinzukriegen. Gucken wir uns mal den mit der Krone an hier. Wir wollen irgendeinen haben, der die ganze Zeit rumfliegt. Ich habe letztens tatsächlich, es glaubt mir jetzt eh wieder keiner, bin ich tatsächlich wieder Erster geworden, hab's geschafft. Ich hab's sogar aufgezeichnet. Aber da wir keine Affiliates sind bei Twitch, darf ich das nicht hochladen. Verdammt! Geh doch mal. Ich bin's noch nicht mal und ich fieber mit dem hier mit. Mit dem Hotdog. Mein Gott, ey, das ist mir nämlich alles auch schon so oft passiert. Aber das schafft er nicht mehr. Okay, nächste Runde. Wollen wir noch mal schauen, was jetzt rauskommt? Ich hoffe wieder irgendein Lauf, irgendwas ins Ziel laufen oder so. Hauptsache nicht abschweifen oder durch Ringe springen. Ringe springen klappt bei mir auch immer nicht. Durch Ringe springen bin ich auch super schlecht. Ich habe gelesen, dass es bald eine Kollabo gibt zwischen Fall Guys und Masters of the Universe. Zumindest kommen richtige Figuren raus in diesem Design von den Fall Guys dann als Skeletor und He-Man und sowas. Und ich hoffe, dass Kostüme rauskommen werden dann auch dafür. Dann baue ich mir auf jeden Fall einen Skeletor. Zu 100%. Dann wird der Hundor an den Nagel gehangen und der Skeletor kommt. Wippkanone. Okay, jetzt stehen wir auf einer Wippe. Hier wurde ja gerade um mehr Wippen gebeten. Jetzt stehen wir auf einer Wippe und werden beschossen. Muss man auch so ein bisschen Überblick halten. Ich habe das tatsächlich schon mal geschafft, bin aber auch schon rausgeflogen hier. Also es kommt auch immer... Oh Gott, und ich starte sofort ganz links. Natürlich wäre es hier besser, mittig zu sein. Direkt. So, okay. Okay, weg. Dem. Boah. Boah. Oh, der Eumel schießt hier sehr groß rüber. Jetzt wieder dorthin, wieder hierhin. Ey, hier ist noch einer, der genauso angezogen ist wie ich. Boah, das war knapp. Knapp, knapp, knapp. Ist schon irgendjemand ausgeschieden? Ja, vier Stück schon. Ist ja unfassbar. Natürlich ist es besser, da möglichst weit vorne zu stehen. Könnte ich sofort jetzt mal elf hier rausfliegen? Ich will eine Runde weiterkommen. Schnell dahin. Weiter hierhin. Ein bisschen mittiger. Ah, ich hatte schon Angst, dass ich jetzt erwischt werde. Aber einer noch. Sauber! Noch eine Runde weiter. Dankeschön. Hier wird an mich geglaubt, sagt man hier. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. 11 Stück sind raus, ne? Wir haben jetzt noch 17. Das ist vorletzte Runde, würde ich sagen. Dann gibt's das Finale. Mit 17 Leuten gibt's bestimmt kein Abschweifen, oder? Sprungclub. Ah, okay. Das hatte ich schon mal als Finale. Tatsächlich auch. Springen bei den Drehbalken, fallen nicht in den Schleim. Jetzt muss man nochmal gucken. Manchmal gibt es auch noch so einen Ventilator, der auch noch dabei kommt. Und der Boden verschwindet hier. Aber es gibt keinen Ventilator, aber der Boden wird verschwinden. Da muss man auch drauf achten, dass der Boden runterfällt. Das sieht einfacher aus, als es ist. Auf jeden Fall. Einmal rüber. Wir schubsen die Schweine natürlich auch die ganze Zeit. Das darf man auch nicht vergessen.
bisher wackelt der Boden noch nicht, ne? Das Ding wird natürlich auch immer schneller. Da kommen wir noch durch. Da kommen wir noch durch. Wird's natürlich gleich enger hier. So, oh, das hat mich erwischt, okay. Dachte, ich wäre locker drüber. Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's... Ey, ich bin... Fuck, Mann! Ah, das war dumm. Ah, das war so... Ey, jetzt ärgere ich mich auch total über mich selbst, aber gut. Naja, okay. Ja. Immerhin Semifinale. Mehr war nicht drin. Mehr war nicht drin. Schade. Oh, es ärgert mich tatsächlich ein bisschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das hätte schaffen können. Das war, ich habe das auch schon mehrfach geschafft. Das war jetzt super ärgerlich. Vor allem, ich bin auch schon oft mal erwischt worden von dem Ding und danach konnte ich halt noch früh genug aufstehen und rausspringen, aber das hat diesmal nicht geklappt. Okay, ich würde sagen, das war die Runde Fall Guys. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Das hat super viel Spaß gemacht. Wir haben As Dusk Falls durchgespielt, haben vorher noch mal eine Endzone gelesen und war ein richtig schöner Stream heute. Vielen, vielen, vielen Dank wirklich, dass ihr dabei gewesen seid. Nächste Woche mache ich mal was ganz, ganz anderes. Ich habe tatsächlich vor, auf einem Bauernhof zu ziehen und Stardew Valley zu spielen. Ich habe das noch nie gespielt, aber irgendwie habe ich so Lust auf so ein bisschen was Entschleunigendes, was man länger spielen kann und öfter spielen kann und das gleichzeitig so Elemente hat, wie so ein kleines Zelda oder sowas. Es gibt ja in Stardew Valley trotzdem irgendwie so Dungeons und solche Dinge. Und daran bin ich schon echt interessiert. Also von daher habe ich mal Bock, das anzufangen. Also Herr Rock Goes Farming, Farmer Rock, ab nächste Woche, da eröffnen wir unsere eigene Farm. Und ja, falls ich es zeitlich schaffe, ich verspreche das jetzt schon länger, spiele ich Xenoblade mal weiter hier auf dem Kanal. Ansonsten fange ich einfach an, es privat weiterzuspielen, weil ich will es weiter zocken, finde die Zeit aber momentan nicht dazu. Ansonsten ist der Mittwoch die Jubiläumsausgabe von Jörn isst und Jörn wird sich eine Mock-Turtle-Suppe reinziehen. Da bin ich super gespannt drauf. Ich bin echt wirklich... Ich fiebere total mit, ob er kotzen muss oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht, ansonsten habe ich ihm das angetan. Und danach wird er vermutlich selbst mit einem großen Finale kommen, nämlich mit seinem Alien Isolation Finale. Und am Donnerstag ist Örntag und dann gibt es den Clash of the Urns. Jörn gegen mich, schlag den Star. Billigspiel, richtig witzig. Multiplayer durchweg gegeneinander. Jede Disziplin gegeneinander. Ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt drauf. Und wünsche euch ansonsten noch einen schönen Abend. Und bis dahin meldet er sich noch krank, sagt er. Falls er sich krank meldet, spiele ich Donnerstag Xenoblade. Ansonsten, bis ihr mich wieder seht, bis zum Donnerstag. Ansonsten schaltet Mittwoch beim Jörn ein und guckt euch an, wie er auf einer Mock-Turtle-Suppe rumwirkt. Macht's gut, bis dann. Ciao.